Die Andacht zum Tag aus den Pfarrämtern in Grünstadt. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Hier spricht Simon Krug aus Neuleiningen. Guten Tag. Eine alte Dame sitzt am Fenster. Nichts ist für die Ewigkeit, klingt aus dem Radio. Sie erinnert sich an die Beerdigung einer guten Freundin letzte Woche. Und nichts ist für die Dauer, klingt es weiter. Neben dem Fenster hängt ein kleiner Handzettel mit Worten aus dem Hebräerbrief. Etwas traurig schaut sie zum Fenster hinaus. Ja, diesen Satz hat sie letzte Woche hören müssen auf dem Friedhof. Da muss irgendjemand einen ganz speziellen Humor haben, murmelt sie. Aber irgendwie stimmt's ja. Singen, lachen, Lieder singen. Das eigenartige Lied von vorhin dudelt weiter währenddessen. Es klingelt an der Tür. Die alte Dame kann nicht anders, als mit einem Lächeln auf dem Gesicht mitzusingen. Was sind das für Worte? Wie sich die alte Dame gefühlt hat, kann ich nachvollziehen. Es gibt diese Zeiten im Leben. Trauer, Sorgen, Fragen und Zweifel. Und jedes Mal dieses eigenartige Gefühl in der Magengegend. Angst, Unsicherheit. Wie gerne würde ich dann in ein fröhliches Lied mit einstimmen. Wie gerne hätte ich da jemanden, der mir Mut und Hoffnung zuspricht und mit mir singt. Ein anderer Mensch, ein Lächeln, zwei Ohren, die mir zuhören und zwei Augen, die mich verständnisvoll anschauen. Da erfahre ich, dass ich nicht alleine bin in dieser Zeit. Die Probleme bestehen vielleicht noch, aber sie lassen sich besser tragen. Das Aufstehen fällt nicht mehr schwer, der Schwung ist wieder da und es geht tatsächlich weiter. Gemeinsam unterwegs, das sind wir. Das Leben ist ein Weg, der Glaube auch. Der Glaube sucht nicht nach Wahrheiten, er ist die Wahrheit für mein Leben. Mein Bezugspunkt, er ist das gewisse Etwas, das so einen Satz zum Wegweiser macht. Zum Wegweiser auf Jesus. Seine Botschaft schafft Gemeinschaft, die meinem Leben Schwung und Energie gibt. Amen. Guter Gott, oft ist mein Leben von Angst und Sorge bestimmt. Ich habe oft Angst, weil ich nicht weiß, wie das alles um mich herum ausgeht. Du möchtest mit deiner Botschaft der Liebe und der Hoffnung in mein Leben hineinleuchten. Stelle mir Menschen zur Seite, die mit mir meinen Weg gehen, die da sind und mir zusprechen, was ich mir selbst nicht zusprechen vermag. Verbinde Menschen auf der ganzen Welt miteinander, ganz besonders in dieser Zeit, auf dass es wahr werde, dass du unter uns Menschen bist. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.